Der Bahnhof ist komplett abgesperrt diesmal, der komplette Vorderbereich. Wir freuen uns sehr, dass wir auch heute Menschen bleiben können, die in den letzten Wochen hier an dieser Stelle an Veranstaltungen des Düsseldorfer Appells teilgenommen haben. Der Düsseldorfer Appell hat sich entschieden, vorerst zu pausieren, Protestaktionen gegen die Wieder. Wir bedauern das sehr. Wir freuen uns aber dafür umso mehr, dass diejenigen, die weiter mit uns auf die Straße wollen, heute hier sind. Herzliches Willkommen auch ganz speziell an euch. Mit 30 Teilnehmern und Teilnehmerinnen auf dem Stresemannplatz festgesetzt worden ist, leider von der Polizei. Da steht jetzt ein Polizeikessel drumherum, weil die Fahrraddemo beschlossen hat, sich den Stresemannplatz etwas genauer anzuschauen und dort ein bisschen im Kreis gefahren ist. Aber ich sag mal so, solange ein Polizeikessel auf der Strecke steht, können wir wieder ja auch nicht laufen. Ich finde, das ist schon mal ein Riesenerfolg für die Leute, die sich heute aufs Fahrrad geschwungen haben. Und von hier aus ein dickes Dankeschön an euch. Wir rufen als Bündnis Düsseldorf stellt sich quer schon seit Beginn der Dugida-Demonstration dazu auf, sich Dugida aktiv in den Weg zu stellen. Das heißt, ihnen mit Aktionen des zivilen Ungehorsams wirklich die Route selber wegzunehmen. Nicht entlang der Gitter, entlang ihrer Route zu protestieren, sondern auf die Route drauf zu gehen, dort zu stehen mit vielen Menschen, so wie es in Köln geklappt hat, zu sagen, wo wir stehen, ist kein Platz für Nazis und hier kommt niemand durch. Deswegen haben sich heute um 17.15 Uhr am Graf-Adolf-Platz Leute mit Fahrrädern und Skateboards getroffen und sind losgefahren. Die Demo-Route der Nazis hier Richtung Hauptbahnhof und haben dann entschlossen, dass sie am Stresemannplatz eine kleine Pause machen wollen. Und das machen sie gerade. Und da sitzen sie mit 50 bis 60 Leuten mitten auf dem Stresemannplatz, halten den Platz besetzt und sagen, wir gehen hier nicht weg. Hier demonstrieren heute keine Nazis. Hier sitzen wir und wo wir sind, da ist kein Platz für Nazis. Das heißt, die Nazis stehen jetzt mit 20 Leuten in Sichtweite von uns Richtung Bahnhof vor ihrer Bäckerei. Und da stehen sie jetzt und gucken blöde. Und wenn es nach uns geht, können sie da auch stehen bleiben, bis sie schwarz werden und noch blöder gucken müssen. Nazis aus! 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 Abbas! Abbas! Nieder mit der Nazi-Pest auf uns! 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 Nazis und Rassisten, die seit 3 Wochen regelmäßig hier in Düsseldorf langlaufen. Und ich möchte Sie bitten, hier zu bleiben. Und in circa einer Stunde kommen die Nazis zurück und lautstark uns unserem Protest anzuschließen und ihre Meinung zu sagen, was sie von der offenen Stadt Düsseldorf halten. Anwohner kippen gerade Wasser auf die scheiß Nazis. Die Bullen versuchen sie zu filmen. Irgendwie wissen die Anwohner besser als die Polizei, wie man die Bevölkerung schützt. Oh!
das war. Einmal die Kessel runter. Alle zusammen. Sie haben uns und die Antifaschisti. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Hat Frisbein! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Haut ab!